Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter und bei Pacific Drive. Ja, beim letzten Mal haben wir unsere Schüssel hier soweit zusammen repariert. Naja, da ist noch Raum nach oben, das ist klar, aber wir haben hier keine Teile mehr in der Werkstatt. Also, bleibt uns nur eins übrig, und zwar raus in die, wunderschöne weite Welt. Das heißt, wir gehen hier auf Fahrposition. Wir geben Gas und los geht's. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt nicht irgendwie komplett frei bis zum Einsatzort fahren, sondern was gleich passieren wird. Ja, es macht schön Schwapp und dann geht's hier erstmal raus. Ja, im Moment haben wir jetzt nicht viel einstecken, das ist nicht schlimm. Routenkarte sagt, wir wollen dahin. Und genau das tun wir auch. Ah, jetzt soll ich mal dieses unsägliche Tab drücken weg. Danke. Ich habe mich schon gewundert, ob man das irgendwie abschalten kann. War wohl ein Bug. Okay, Newbie. I'll keep this simple. I don't want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. Ja. Your device is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Gut, das heißt, wir werden jetzt hier natürlich erstmal Dinge tun. Und diese Dinge sind vor allem sammeln, sammeln, sammeln und sammeln. Gaskartusche, schön. Kriegen wir noch was Schönes? Nee, ich hätte es vielleicht mal scannen sollen, ne? Natriumdampfleuchte kann ich mir auch angucken. Memo zu Händen aller Mitarbeiter, 28. Dezember 1975. Im Anschluss an meine Korrespondenz vom 24. Mai möchte ich Ihnen allen mitteilen, dass die bevorstehende Disco-Zeit nicht stattfinden wird. Außerdem bin ich sehr enttäuscht, alle Mitarbeiter daran erinnern zu müssen, dass die unangemessene und unbefugte Nutzung der ADA-Ausrüstung einen klaren Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien darstellt, ganz abgesehen davon, dass dieses Verhalten zutiefst unprofessionell ist. Bei den Beleuchtungsanlagen, Feldern, Scheinwerfern und Trägern, die wir angefordert haben, handelt es sich um präzise kalibrierte, speziell konstruierte, magnetisch abgeschirmte Natriumgeräte, die sowohl sehr empfindlich als auch extrem teuer sind. Sie wurden speziell für den Einsatz im Sperrgebiet und für den Ferneinsatz entwickelt und widerstehen Strahlung und EMP. Sie dürfen nicht mit farbigen Filtern, Regenbogenbannern oder taktsynchronen variablen Widerständen modifiziert werden. Ich bin ehrlich gesagt entsetzt, dass ich ein Memo wie dieses hier verfassen muss, wenn ich die Verantwortlichen finde, was ich tun werde, wird das ernste Konsequenzen haben. Wir sind hier in der Olympic Exclusion Zone, nicht in Miami Beach. Ja. Das ist ein Plasmagenerator. Ah, looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands, though. An impact hammer will do the trick. Okay, sammle Material für Antenne. Bauplan, Impulshammer. Ja, Impulshammer haben wir noch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal mal ein bisschen in den Verschottungsmodus. Das Spiel ist relativ dunkel, ne? Also, das müssen wir jetzt mal ein bisschen fixen. Das geht ja gar nicht. Ich meine, ja, schon ein bisschen was besser. Immer noch nicht schön, aber ich meine, zur Not, es gibt noch die Möglichkeit, ich kann hier noch einstellen. Oh, guck mal, Benzintank. Habe ich gar nicht. Ich habe den Kanister ja weggesteckt. Look at you! Out in the zone, all on your own. They grow so fast, don't they? And I'll be back at the helm. Been a long time, old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Ja.
ja, auch eine ganz spannende Dynamik zwischen den Kollegen. Da bin ich ja mal gespannt, was sich da noch so im weiteren Spielverlauf ergibt. Yeah. Da hat es mir gerade mein Zerlegomaten zerlegt. Das ist blöd, das heißt, wir bauen den erstmal als erstes. Und reicht es für einen Impulshammer? Nein, reicht nicht, weil wir brauchen Zahnräder, die können wir aber bauen. Und jetzt brauchen wir noch eine Gas... ich hatte doch Gasflaschen. Ich hatte doch zwei Gasflaschen eingesteckt, oder? Die lagen hier doch. Ich glaube, nicht so deppert. Na gut, nachdem wir neuen Verschrotter haben, wir werden da schon irgendwie was rauskriegen. Lass mal aber noch schauen, ob wir hier irgendwie noch Crumble kriegen, den wir hier raus... Ja, oh, guck mal, Teilchen. Das ist schön. So, nur als her damit. Reifen hat er auch noch. Naja, hatte. So, noch irgendwo was. Ich glaube, auf der anderen Seite war auch noch einer, ne? Ja. So, damit haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen Zeug. Das ist gut. Reicht jetzt? Hm, noch nicht ganz. Mit Tee kann ich auch einfach alles rüberpacken, das ist schön, weil ich kann es jetzt trotzdem benutzen. Hey, Driver, I bet you're dying to hear all about the remnants by now. Can you not? I'm a little busy trying to keep them alive. I'll keep to the basics, I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds and counting. Okay, okay, okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind, until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants. And oh, gosh, this one time it materialized as an old copper kettle. And the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Ja, schön. So, dein Auto ist ein Schutzschild. Das Auto kann dich vor Strahlung, Anomalien und den vielen anderen Gefahren im Sperrgebiet schützen, jedoch nur, wenn es im guten Zustand ist. Wenn deine Türen geschlossen und deine Autoteile in einem guten Zustand sind, hast du im Sperrgebiet ein verlässliches Schutzschild. Wenn der Zustand deines Autos in einem roten Bereich fällt, wird es brenzlig. Es gibt viele Wege, unterwegs Reparaturen durchzuführen. Schau ab und zu nach, was du herstellen und austauschen kannst. Außerdem findest du auf deiner Erkundungstour im Sperrgebiet sicher ganz viele hilfreiche Werkzeuge. Ja. Ja. Außerdem ist es ein bisschen dunkel. Weißt du, was wir da mal machen? Was? 5? Kann ich jederzeit? Nee, kann ich nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen, weil irgendwie, ich finde tatsächlich die 4 Slots ein bisschen dürftig. Was sind das? Begegnung mit Anomalien? Kann ich das noch mitnehmen? Kann ich das lesen? Begegnung mit Anomalien Teil 3. Again, that blip on the spectrometer. I've seen that waveform.
Okay. Da kann man auch noch mal ein bisschen nachlesen. So, begegnet Anomalien. Und jetzt kann ich das auch öffnen. Irgendwie. Zuweisen. Hey, in die Hand nehmen. Toll, jetzt habe ich es weggeworfen. Wie kann ich es denn jetzt bitte lesen? 3. Gar nicht. Kann es ja nicht sein. Das muss doch irgendwo nachzulesen sein. Ah, hier. Begegnung mit Anomalien Teil 3. Wir waren am Ende einer alten Feuerwehrstraße, weil wir dort auf dort ein neues Tor reparieren sollten. Es war kurz vor Einbruch der Dämmerung. Zuerst dachte ich, Carlos hätte sein Funkgerät eingeschaltet, aber dann wurde mir bewusst, dass der Klang viel zu klar war. Es waren Dutzende von ihnen. Sie bewegten sich wie ein Schwarm. Sie leuchten tief orange, wie die Glut eines Feuers. Jedes einzelne gab ein Geräusch von sich. Es klang fast wie ein Windspiel, nur leiser. Wir saßen einfach da und schauten ihnen eine Stunde lang zu, bis sie plötzlich verblassten. Ich habe so etwas nie zuvor gesehen. Okay. So, wir brauchen nur noch den Impulshammer, ne? Ist natürlich jetzt schlau, dass ich jetzt irgendwie die Materialien erstmal für Türen verballert habe. Wobei, wir haben eigentlich noch nicht nur die Gasflasche gebraucht. Das müsste doch jetzt gehen. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Warte mal. Ich weiß, ich renne gerade ein bisschen hin und her. Sorry dafür. Impulshammer. Okay, Hammer jetzt. Pun intended. So, wenn ich das Ding nach da oben packe, dann passt er hier auch irgendwie rein. Dann können wir den auf die 3 legen. Schnappen uns den mal und Hallöchen Generator. Darf ich Ihnen mal einen neuen Freund vorstellen? Mr. Bums? Wow. Spiel so. Nö, da muss ich kurz drüber nachdenken. So, ansonsten gibt es hier erstmal nichts weiter. Hier ist auf jeden Fall noch ein kleines Autöchen. Vielleicht lege ich die auch mal irgendwo, gerade mal erstmal auf die 4 oder so. 4 war jetzt schlau. 4 war jetzt richtig schlau. Machen wir das mal so. 1, 3, 4. Mal gucken, wie lange der Verschrotter noch hält, bis er wieder Schrott ist. So, Fahrzeug leer, schön. Da müssen wir auch mal gucken, ob wir da noch irgendwie rein können. Ein Mülleimer. Telefon. Klingeling. Gut. Spoiler Alert, da hinten können wir nicht rein. Aber hier können wir rein. Hier wieder nicht. Kleine Elektrogeräte. Tagebucheintrag, Datum unbekannt. Alle haben die Stadt verlassen. Ich bin der Letzte, der noch hier ist. Morgen ziehe ich auch weg. Es ist kaum zu glauben, dass es hier eine einst lebhafte Gemeinschaft gab. Gut, viel hatten wir nicht. Besuchern hatten wir wenig zu bieten, es gab keine Sehenswürdigkeiten oder berühmte Wahrzeichen. Wir waren nur wenige hier, aber wir waren glücklich. Dann hatte die Regierung plötzlich andere Pläne mit uns. Sie kamen jetzt einfach her und sagten, ihr wohnt jetzt nicht mehr hier. Hier ist eine Entschädigung und jetzt verschwindet.
Dieses seltsame Sperrgebiet wächst immer weiter. Dort führen sie geheime Experimente durch. Das ganze Gebiet, die ganze Stadt, alles gehört jetzt ihnen. Bald werden wir nie zurückkehren können. Das Geld reicht kaum, die Umzugskosten zu decken. Ich muss mir genau überlegen, was ich mitnehmen will. Naja, das eine Not ist das anderen zukünftige Stoßstange. So, damit werden wir, glaube ich, hierbei auch erstmal... Nein, noch nicht ganz. Wir haben noch den zweiten Wohnwagen, den wir noch auch noch durchsuchen können. Da waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Es ist furzdunkel hier drin. Warte mal. Doch, drei sind die Fackeln. Okay, die Konserve kriege ich jetzt nicht mehr rein. Doch, kriege ich. Müssen wir nur ein bisschen puzzeln, dann geht das schon. Mit R kann man drehen. Laborcomputer. Tüftelei. Aus den Materialien, die du auf deinem Tunnel des Sperrgebiet findest, kannst du Werkzeuge nutzen. Ja gut, das wissen wir ja schon. Da. Abschrift eines Telefongesprächs. Zentrale Kommunikationsüberwachung, 9. Juli 1963. Hallo? Hallo? Ist das die Praxis von Dr. Turner? Nein, die andere Dr. Turner. Ach, egal. Ich habe gute Nachrichten, wundervolle Nachrichten. Die neuen Computer sind einsatzbereit. Wir haben es geschafft und diese Kraftpakete werden sie absolut umhauen. Wir haben einige der besten diskreten RTL-basierten integrierten Schaltkreise der Welt. Mit einer zentralen Recheneinheit, die mit 1,5 MHz läuft und eine 500.000 Zeichen im Speicher adressieren kann. Wir haben sogar eine Wortlänge von 32 Bit. Schwer, sich eine leistungsfähigere Maschine vorzustellen. Außerdem wiegen diese Dinger gerade mal 70 Pfund. Das ist einfach unglaublich. Sie müssen unbedingt vorbeikommen und einen in Aktion sehen. Ich glaube, Ada hat die Computertechnik auf eine neue Spitze gebracht. Entschuldigung, hören Sie bitte auf, mein Auto abzuschleppen, Sie Arschloch. Ich bin noch nicht fertig mit Looten. So, jetzt haben wir hier drin alles, oder? Ja. So, dann packen wir erstmal wieder alles rüber. Und was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte noch eine Platte für die Seite bauen. So, primitive Platte, kommt hier dran. Häng. Karre fast vollständig. Eine Sache geht, glaube ich, auch noch. Genau, primitiver Scheinwerfer. Sieht scheiße aus, funktioniert aber. Was ist denn da los? Sommerreifen. Ach, hier fehlt auch noch eine Platte, okay. Kriegen wir die noch? Jetzt haben wir kein Zeug mehr, aber wenigstens das haben wir noch hingekriegt. So, der Reifen ist nicht mehr ganz so toll, das habe ich auch mitbekommen. So, wir haben Sprit, wir haben Ersatzteile. Und was auch immer das für ein Ding ist, aber ich halte jetzt nicht an und steige aus, um das rauszufinden. Das können wir bestimmt später noch machen. Das ist bestimmt nicht gut für die Gesundheit. So, aber der britzelt niemanden mehr.
schaut es hier aus? Da hat er noch richtig Sprit im Tank. Einziges Problem dabei ist nur, glaube ich, dass mir so langsam die Kapazität ausgeht, oder? Da müssen wir mal ganz kurz umfüllen. Wenn hier viel umzufüllen ist, weil ich meine, ich bin ja eigentlich bisher kaum gefahren. Ja, nö, würde ich sagen. Einfach mal nö. Na gut, dann weiter im Zerlegemodus. Es tut mir leid, ich weiß, wir sind natürlich hier gerade hart am Teile hauen, aber... Wir wissen, das ist in so Spielen leider gang und gäbe. Wer nicht scrappt, der nicht gewinnt. Und es ist wohl tatsächlich auch so, man kann so eine Tour auch verkacken und dann ja, verliert man natürlich. Je nach Einstellung, ich habe es momentan auf teilweisen Verlust eingestellt. Man kann es wohl auch so einstellen, dass man alles verliert, wenn man es ganz hardcore möchte. Kannst auch einstellen, dass du nichts verlierst, aber das fand ich dann offen gesagt ein bisschen, naja, ein bisschen zu wenig. So, Funkenturm, Logbuch. Privates Feldtagebuch, Dr. Everett, Datum unbekannt. Plasmabetriebene Funkensendemasten, eine Kombination aus bisher als veraltet geltenden Spulen und limbverstärkten Relais, haben sich als zuverlässigster Weg erwiesen, Signale im Sperrgebiet zu verstärken. Die ständige Zunahme von Strahlung und elektromagnetischen Störungen hat die Funkkommunikation extrem erschwert und Signale oft auf bizarre Weise verzerrt. Diese neuen modifizierten Spulen scheinen die Lösung für dieses Problem zu sein. Die Kombination mit lokalen Energiequellen auf Plasmabasis ist ein zuverlässiger Weg, um jeden Knotenpunkt innerhalb dieser lebenswichtigen Infrastruktur sowohl betriebsbereit als auch unabhängig zu halten. Der Preis dafür ist, dass sie oft gewartet werden müssen. Sie sind anspruchsvolle Ungetüme, die Komponenten geradezu verschlingen. Wenn bestimmte Widerstände und Kondensatoren nicht regelmäßig ausgetauscht werden, kommt es schnell zum Kurzschluss oder sogar dazu, dass sie kontinuierlich einen schwachen Strom mit hoher Spannung in ihre nächste Umgebung entladen. Na komm. So, der entlädt nichts mehr. Und wenn dann noch ein Wrack? Nö, dann. Ja, theoretisch hätte man jetzt natürlich auch im Auto hinfahren können. One of the old Gorilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Ja, also das hier sieht schon schön aus. Gut, weiter geht die Fahrt zum Mond. Um das Rad muss ich mich, glaube ich, echt kümmern. Das sieht nicht gut aus. Vorstellungsrunde. Oh, my. Where are our manners? Driver, we never introduced ourselves. Not really. Tobias Barlow, former Artem maintenance manager. Oh, and here with me is Dr. Francis Cook. I was a R&D scientist researching limb technology right here in the zone. We live right in the mid-zone, just a hop, skip, and a jump over another big old wall from where you're at. Oh, and that old bat over there? That's Dr. Ophelia Turner, former director of research and development herself. The mother of limb technology, the maven of electromagnetism. That's enough. Resident party pooper.
schön. President Party, sehr geil. Also ja, Audio ist halt leider nur in Englisch, da können wir nicht viel dran drehen. Trotzdem. Das ist schon witzig. So, und ihr könnt euch denken, der Lootfinger wird hier natürlich wieder groß geschrieben. Ist das noch irgendwas, was wir mitnehmen wollen können sollen? Gerade nicht so. Trotzdem nochmal genau schauen und dann würde ich mir tatsächlich mal dieses komische Ding, Abschleppding mal irgendwie nochmal einscannen und mal schauen, was es damit eigentlich auf sich hat. Wo ist es denn gerade? So, Entführer. Oh, guck mal, was da ist. So, was gibt sagen das Logbuch jetzt über den Kollegen? Entführer, Brieffragment, Datum unbekannt. Meine liebste Maggie, ich vermisse dich und die Kinder unaufhörlich. Es tut mir leid, dass ich nicht schon früher geschrieben habe, aber hier draußen ging es drunter und drüber. Da ich gerade eine kleine Atempause habe, dachte ich mir, ich sollte sie besser nutzen. Bitte verzeih meine liederliche Handschrift, aber die Jungs und ich stecken etwas in der Klemme. Unser Wagen hängt nämlich in einer Baumkrone fest. Ich fürchte, ich kann dir keine weiteren Details erzählen, streng geheim, du verstehst schon, aber vertrau mir, wir sind nicht in Gefahr. Es wird nur noch 2 Stunden dauern, bis die Rettungsdienste eintreffen. Wir hängen 15 Meter über dem Boden, genau über dem Abhang. Ich werde diesen Brief abschicken, sobald wir zurück in der Baracke sind. Danach werde ich dir einen ausführlichen Brief schreiben, in der Zwischenzeit hier noch ein Bild. Ich hab's angefertigt, während wir gewartet haben. Die Sache hat einen Vorteil, von hier oben hat man eine wunderbare Aussicht. In ewige Liebe, Joe. Ja, das war noch so ein Kackding. So, dann mal wieder alles rüber, was wir verfrachten können. So, was sagt denn die Karte? Wo soll man jetzt hin? Wir sind dort. Wir könnten jetzt hier irgendwie so fahren. Ne, wir fahren da lieber außen rum. Guck mal, da gibt es nämlich auch noch was zu holen. Heißt, wir packen mal einen Wegpunkt hin. Und ja. Machen uns wieder auf die Straße. Ich habe gar nicht gern mit U. Ein Radio anschalten. Und hier können wir natürlich auch nochmal schön Dinge tun. Ihr wisst schon. Loot tut gut. Der Reifen sieht aber auch ein bisschen kaputt aus. So, wenn ich so weitermache, kann ich komplett das Auto zusammenschrauben. Respektive könnte, leider fehlen mir die Bauteile. Also Pläne, nicht Teile. Teile, das läuft gerade schon ganz gut. So, auch da hätten wir es mal schön zugelangt. Oh, Stalltür. Ja. Guck mal, wir könnten hier sogar einen Ersatzstahl, einen Ersatzmotor bauen. Im Moment brauchen wir erstmal einen neuen Verschrotter. So, Metallschrott.
Also bisher ist die Zone ja noch relativ gut. Kann ich den eigentlich auch abmachen? Nee, ne? Nee, ich kann nur verschrotten. Oder? Das war nicht mein Plan. Verlassen das Auto. Ich schätze, es ist für uns alle mittlerweile offensichtlich. Alle Fahrzeuge, nun ja, eigentlich alle Dinge aus Metall, die sich bewegen, scheinen die Aufmerksamkeit vieler Anomalien auf sich zu ziehen. Sie jagen sie. Sie greifen sie aus irgendeinem Grund an. Sie nehmen sie auseinander. Flugzeuge sind vielleicht zu schnell, Helikopter wahrscheinlich nicht lang genug hier. Deshalb stehen Autos wohl im Mittelpunkt. Dieser Ort und die hiesige Tierwelt lieben Autos. Wie bitte? In Ordnung, Tierwelt ist das falsche Wort. Warum? Was? Ich soll keine Sympathie kreieren? Ich wiederhole doch nur das, was andere sagen. Nein, ich denke nicht, dass es gefährlich ist, das über Funk zu sagen. Die Reichweite unserer Funksignale ist sowieso begrenzt. Es ist, als würde man versuchen, durch Sirup zu senden. Selbst auf einem Berggipfel hat man keinen Empfang. Vertrau mir, außerhalb des Sperrgebiets hört das niemand. In Ordnung, schon gut. Warum sind Leute von der Ostküste immer so pedantisch? Weißt du, warum du keine Freundin hast? Weil du einen Stock im Arsch hast. Ja, okay, das ist... Ewige Stabilität, solange sie nicht hergezogen werden, bist du hier vor Instabilitätsstürmen sicher. Okay. Ja, irgendwie halt die Beschreibung für verschiedene Materialien. So, dann zerlegen wir das hier noch schnell. Finde ich gerade schade, dass ich ihn eigentlich perfekt sommerreif ist, komplett zerstören muss. Hätte ich gerne behalten. Oh. Das hier hübsch. So, Teilchentechnik, auch die gibt es noch eine Platte, die kommt auch noch mit. So, wie schaut es mit den Kollegen aus? Der sieht schon ziemlich fertig aus. Möchten wir da hin? Ich habe so das Gefühl, dass er nicht. Ich würde sagen, oh, das können wir auch zerlegen. Moment, nein, sollten wir vielleicht nicht machen. So, hier gibt es noch ein bisschen Crumble, klar. So, Spiel sagt gerade Gefahr. Das ist nicht so schön, dass das Spiel das sagt. So, wie schaut es hier aus? Hier ist noch eine Platte und ein Rad. Hier wird nichts stehen und liegen gelassen. Okay, außer vielleicht so ein komischer Vogel kommt wieder an und will uns ans Leder. Dann laden wir hier nochmal schön alles ab. Kofferraum dicht. Ja, super. Ich hau mir noch selber ins Gesicht. So muss das sein. Das hat auch direkt ein bisschen Aua gemacht. Spannend. Naja, wird schon schief gehen. Wir legen mal... Och, ich habe gar nicht die Parkbremse eingelegt. Sehr schlau. Aber bevor wir weiterfahren, sage ich erstmal, leider ist es wieder soweit. Bis bald wieder. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Wir werden weiter in der Zone rumsuchen, was wir so Tolles kriegen. Und ja, wir schauen einfach mal, was geht. Danke, wie gesagt, und bis bald wieder. Tschüss.